Hallo meine lieben Crime Cats, willkommen auf meinem Kanal und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei der letzten Folge von meiner Serie in Bezug gehend darauf Vernachlässigung und damit darauf folgend der Tod auf einer Couch. Ja, schrecklich, aber wahr. Wir haben ja schon zwei Teile jetzt hinter uns und jetzt kommt der dritte. Dieser Fall, der ist auch in Deutschland so passiert und ist ehrlich gesagt auch mir am nächsten gegangen. Also ich habe da wirklich ganz, ganz schwer dran knabbern müssen, als ich das so alles mir durchgelesen habe. Das war für mich so, so schockierend, also was da vor sich gegangen ist. Und ja, das war meiner Meinung nach wirklich so ein Mord aus, es kam viel zusammen, zerrüttete Familienverhältnisse, eine Suchterkrankung, dann der Hass, der sich aufgebaut hatte und ja, Abstumpfung. Abstumpfung, Desinteresse, was in einer Katastrophe endete, die für mich nicht nachvollziehbar ist. Ich möchte nochmals sagen, für mich gibt es kein Szenario, in dem das okay wäre. Ich muss sagen, ich hatte auch nicht das Schönste zu Hause, aber ich hatte meine Mutter aufgenommen, gepflegt und für mich wäre es nie in Frage gekommen, also dass ich mit meiner Mutter, die jetzt schon verstorben ist, so umgegangen wäre. Einer hilflosen Frau aus Wut und Hass sowas anzutun. Natürlich muss man sagen, die Sucht hatte die gesamte Familie im Griff, aber trotzdem gibt es natürlich immer noch eine Art von, ja, Menschlichkeit oder sollte es geben. Sowas macht man einfach nicht. Also in keinem Szenario kann ich sowas nachvollziehen und dass das in Deutschland passiert ist und mit was für einer Abgestumpftheit, mit was für einem Desinteresse, mit was für einem Stolz auch die Tochter daran ging, dass es vollbracht ist, die Mutter zu töten. Ich denke, dass natürlich mit dem Haupttäter hier die Sucht war, aber trotzdem, nichtsdestotrotz, ist es absolut schrecklich und ich möchte nochmal sagen, wer zart beseitet ist, sollte jetzt besser nicht weiter gucken, weil auf meinem Kanal ist es so, dass ich nichts weglasse. Ich erzähle das auch wirklich so, wie es ist. Also kein Kuschelkurs und ja, ich denke, wir starten mal mit den Familienverhältnissen und tauchen dann ein und sehen dann, sonst seht ihr das ja nie, aber damit wir nochmal kurz gut reinstarten und nicht so ganz, 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 ganz. Da ist der Kater Rocky. Ja, der sitzt immer neben mir. Hallo Rocky. Du bist doch der Beste. Der ist natürlich der ganz, ganz tolle Rocky. Das ist... Oh. Entschuldigung, ich habe die Kissen beiseite gepackt, nicht wundern. Weil sonst ist das hier alles voller Kissen. Und ich habe das extra ein bisschen ausgedünnt für euch. Der Rocky ist ein Straßenkater aus Moskau, genau wie die Gracie. Ja, und die habe ich dann aufgenommen, genau. Die haben hier ein schönes Zuhause und geben mir so viel. Und gerade nach sowas freut man sich natürlich dann. Also zum Abschalten, das rate ich euch auch, soll Ende dieser Folge, dass man da nochmal vielleicht sich Tieren widmet, was Schönem oder vielleicht auch mal Verwandte anruft. So, wir starten in den Fall. Und zwar war das so, dass die Eltern sich, also die Eltern sind der Michael T. und die Anke, die später den Namen dann ja natürlich auch T. Punkt. Ich weiß jetzt den Nachnamen natürlich nicht, das wird alles so verschleiert. Die haben sich kennengelernt 1983 auf einem Volksfest und hatten sich dann auch gut verstanden. Und dann kam es dann dazu, dass die dann 1991 halt geheiratet haben. Daraufhin haben seine Eltern also quasi ein Haus gekauft in Morsum 1992. Morsum ist so ein ganz kleiner Ort, der hat wirklich nur so einen kleinen Nettomarkt und so ein richtiges kleines Dorf ist das halt, ne, wie man es kennt, wahrscheinlich ein Hausarzt und dergleichen. Kurz darauf kam dann die Geburt der ersten Tochter, das war die Jessica 1993. Und dann kam 1997 mit 4 Jahren Unterschied die Svenja auf die Welt. Ich muss dazu sagen, in den ganzen Berichten, die ich halt hatte, die mir zur Verfügung standen, die Zeitungsberichte,
waren unterschiedliche Namen angegeben. Ich weiß nicht, ob es jetzt zum Schutz war. Einmal hieß die Tochter Svenja, einmal Melanie, die vor Gericht stand. Aber da weiß ich natürlich nicht, inwieweit welcher Name jetzt stimmt. Nur so by the way. Also die Mutter hat eigentlich schon immer getrunken. Also das war auch so eine Familie, die hat gern gefeiert. Der Vater war im Opel-Club und die Mutter hatte immer mal wieder so Gelegenheitsjobs, hat die aber leider nie so lange behalten und war halt immer sehr dem Alkohol zugewandt. Das hat sich dann massive verschlechtert 2003. Ab dem Zeitpunkt fängt die Mutter halt an, täglich zu trinken. Was natürlich für die Tochter oder für die gesamte Familie keine schöne Situation ist. Das muss man ganz ehrlich sagen. Die Tochter hat auch immer wieder gesagt, dass sie ihre Mutter nicht lieben kann. Sie liebt sie schon, aber sie hasst sie auch, weil sie ihr nie eine Mutter war, weil sie sich halt nicht richtig gekümmert hat. Sie hat auf gut Deutsch gesagt, sie hat nichts geschissen bekommen, hat es nicht hinbekommen, der Familie das Essen zu machen oder sich um sie zu kümmern. Hat ihr sogar einmal im Alkoholrausch an den Kopf geworfen, dass sie sie nicht haben wollte. Und ja, das war eine ganz unschöne Situation, dadurch, dass die Mutter auch dann natürlich ein kleiner Ort war, es bekannt war, wollten dann auch die anderen Familien nicht, dass sich mit der Tochter abgegeben wird. Die Tochter hatte auch eine Lernschwäche, um die es geht, die mit vor Gericht stand. Die hatte nur ein IQ von 83. Wahrscheinlich geht man davon aus, dass die Mutter auch während der Schwangerschaft getrunken hat. Und sie besuchte halt auch eine Sonderschule. Und immer wieder kam es halt zu Streit. Sie hat auch die Lieblosigkeit in der Ehe beschrieben, dass die Eltern sich eigentlich nie so geküsst haben oder so füreinander da waren. Hat die Mutter auch immer wieder gefragt, warum trinkst du? Daraufhin hat sie gesagt, ach, lass mich doch in Ruhe. Der Tag ab 2003 war ihr täglicher Tag eigentlich nur noch Alkoholbeschaffung, die Treppe runterschleichen zum Nettomarkt. Und dann hat sie leider auch schon die ersten Schnapsfläschchen unterwegs getrunken, sie wohl in die Vorgärten geschmissen, hat im Garten einige vergraben. Natürlich hat die Familie versucht, ihr den Alkohol abzunehmen oder auszukippen. Später war es so, wo sie dann gar nicht mehr arbeiten gegangen ist, weil es die Sucht unmöglich machte, dass sie sogar hingegangen ist und hat die Kinder bestohlen. Sprich, sie ist an das Geld der Kinder gegangen oder hat auch das Spargeld von der Tochter, die vor Gericht steht, die Svenja, hat das Sparbuch leer gemacht, hat die Svenja des Diebstahls beschuldigt, wenn sie dann Geld aus dem Portemonnaie des Vaters oder der Oma oder des Ganzen halt genommen hat. Und hat dann auch die Pfandflaschen genommen. Also Sucht macht ja erfinderisch. 2005 war dann ihr erster Entzug. Und zwar ist sie abgeholt worden, genau an dem Geburtstag der Tochter. Ganz schreckliche Situation. Also finde ich ganz, ganz, ganz schlimm. Ende 2007 war es dann so, dass der Vater die Mutter hat auch zwangseinweisen lassen nach Rothenburg. Da war sie schon auch so im Delirium. Hat teilweise dann auch, wurde aggressiv, hat sich massiv gewehrt, zum Arzt zu gehen und hat in Rothenburg oder in der Einrichtung in dieser Psychiatrie, wo sie zwangseingewiesen wurde zur Entgiftung, hat sie dann auch behauptet, der Vater würde ihr die Kinder entziehen, wegnehmen. Im Januar 2008 wurde dann auch endlich das Jugendamt mal ein wenig aufmerksam und hat dann halt auch so ein bisschen die Kindeswohlgefährdung gesehen in dem Ganzen. Man muss dazu sagen, der Vater hat natürlich auch was getrunken und zwar nicht so massiv, aber es war schon auch so, dass er auch ja wechselhaft war. Es gab wohl auch Formen von Gewalt in der Familie. Das wurde auch im Gerichtsprozess thematisiert, dass das wohl so war, dass der Vater auch nicht einfach war, herrisch oder gewaltsam und dass das alles nicht so super war. Das Gericht wird eingeschaltet und dieses entscheidet aber, dass es den Kindern ja durch die Oma und dem Opa gut geht. Die beide sind ja befindlich im Haus, die haben ja das Haus gekauft und wohnten in der unteren Etage. Und es waren quasi 15 Treppenstufen nach oben, bis nach oben, wo dann halt die Schwiegertochter und ihr Sohn lebte. Die Eltern von ihr, das war auch so ein Drama. Sie kam auch aus die Anke, also die Mutter, die verstorben ist oder
Ja. Die kam aus schwierigen Familienverhältnissen, wo auch Alkohol an der Tagesordnung war. Der Vater ist durch Alkoholkonsum gestorben, der Bruder auch. Der ist wohl betrunken in der Bierkiste gefallen und gestorben. Also Alkohol hatte auch immer in ihrer Kindheit, in ihrem Leben eine große Dominanz gehabt, sag ich mal. Und zeitweise, sie konnte natürlich auch ohne Alkohol. Die Tochter hat so beschrieben, sie hatte eine gute und eine böse Mama, wenn sie nicht getrunken hat und Besuch war da, war sie richtig nett und lieb. Hat sie getrunken, hat sie halt auch gemeckert und hat sich nicht gekümmert und hat halt gesagt, mach selber, schau zu. Also war halt nicht so dolle. Ich sag mal, ein großer Halt war halt wirklich Oma und Opa, die im Haus wohnten und für Normalität gesorgt haben. Im September 2008, nach dem Gerichtsverfahren oder während des Ganzen, wird dann auch noch bei ihr das Korsakow-Syndrom diagnostiziert. Das ist halt infolge von Alkohol eine Nervenerkrankung. Die ist ganz schlimm. Die hat auch wahrscheinlich so dafür gesorgt, dass sie die ganze Zeit zwischendurch mal im Delirium war. Die Tochter hat es folgendermaßen beschrieben. Also sie hat sie quasi als Mutter angesprochen oder eine Episode war zum Beispiel, dass sie zu ihrem Ehemann gesagt hat, ich kann nicht mit zur Hochzeit, worauf er gesagt hat, was für eine Hochzeit denn? Und sie gesagt hat, ja, unsere. Also, oder sie hat weiße Mäuse gesehen, teilweise vom Entzug oder auch von diesem Syndrom. Ich habe euch hier, ich blende euch gerade die Folie ein, lese euch aber auch nochmal vor, was das ist. Und zwar das Korsakow-Syndrom, Morbus Korsakow, ist eine Erkrankung des Gehirns, die sich vor allem durch starke Gedächtnisstörungen äußert und mit dem Amnetisch-Syndrom zugeordnet wird. Die Krankheit entsteht meist nach jahrelangem und starkem Alkoholkonsum. Die Störungen sind auch bei fachgerechter Therapie in der Regel nicht vollständig umkehrbar. Lesen Sie hier auch nochmal über die Symptome, den Verlauf, die Ursachen und Prognosen. Da habe ich euch das hier so halt, da könnt ihr auch nochmal nachlesen, entweder bei Wikipedia oder bei NEC-Doktor. Und hier nochmal nähergehend, das Korsika. Die Symptome sind folgendermaßen. Anfangs treten häufig unspezifische Beschwerden wie Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen und Reizbarkeit auf. Also das sind so die Anfangssymptome. Typische Symptome des Wernicke-Korsakow-Syndroms sind Bewusstseinseintrübung, Sehstörung, Koordinationsschwierigkeiten und Verwirrtheit. Im chronischen Stadion zeigen sich eine Verschlechterung des Neugedächtnisses und Konfabulationen. Gedächtnisstörungen, die dazu verleiten, lebhafte Fantasiegeschichten zu erzählen. Die Beschwerden sind nicht immer stark ausgeprägt, da wird die Erkrankung häufig, also quasi nicht so erkannt. Dieses Fabulieren, wie das auch kurz genannt wird, das ist dann halt, dass die versuchen, die Gedächtnislücken zu füllen mit irgendwelchen Geschichten. Das ist dann quasi keine Absicht, aber das führt dann halt dazu, dass das dementsprechend dann, ja, wie gesagt, das Syndrom wurde dann auch noch bei ihr erkannt. Die Kinder verblieben in der Familie. 2009 hatte dann leider der Opa im Garten, die hatten Kirschbäume im Garten und der Opa, der war halt mit den Enkeln da Kirschen am Pflücken und wollte auch noch die letzten vom Baum holen und dementsprechend hat er nicht aufgepasst, ist gestürzt. Ja, und lag dann 2 Jahre im Koma. 2011 stirbt der Opa dann und jetzt gibt es auch kein Halten mehr für den Vater ab 2011. Gibt er sich dann auch ganz so dem Alkohol hin. Also mehr wie vorher, dieses Gewohnheitstrinken wurde dann halt auch zu einem kompletten Alkoholkonsum. 2014 wird der Vater dann auch noch arbeitslos und die älteste Tochter Jessica, die zieht dann auch aus, die möchte sich dem Ganzen dann auch entziehen und zieht dann halt mit ihrem Freund zusammen. Ab dem Zeitpunkt sagt dann auch die Svenja, dass es fast nicht mehr ertragbar war. Sie hat sich quasi gefühlt, als wäre sie die Babysitterin für Mama und Papa, wobei sie ihren Vater immer noch in Schutz genommen hat und gesagt hat, egal wie die Wohnung aussah, weil die Wohnung sah wohl katastrophal aus, Vater hat immer dafür gesorgt, dass wir wenigstens anständig draußen rumgelaufen sind. Also das hat sie quasi dann auch noch hervorgehoben.
man hatte so das Gefühl, dass so der Vater der einzige Verbündete von ihr war, was man ja auch verstehen kann, weil, wie gesagt, sie hatte keine Freunde und so auch kein soziales Umfeld außer Vater und Oma und Opa. Und als der Opa dann auch noch verstorben ist, sie hat was ganz Schönes in einem Zeitungsbericht gesagt. Das hatte mich auch berührt. Sie hat gesagt, der Opa, ihre schönste Kindheitserinnerung war halt, der hat Go-Karts mit denen gebaut. Und das Tollste war halt, so ein Kinderkarussell hat er denen gebastelt mit einem Motor. Hielt zwar nur 3 Tage, war aber ganz toll für sie. Svenja wird dann auch verhaltensauffällig. Sie fängt dann auch an zu klauen und haut immer wieder von zu Hause ab. Hatte quasi immer auch die Tasche unter der Treppe gepackt oder im Zimmer, wie sie es ausdrückt. Und wenn dann mal Sachen kamen oder Streit, hat sie auch genommen, ist abgehauen. Der Vater hat sie aber immer wieder zurückgeholt. Jetzt kurz vor Weihnachten 2014 sehen dann halt die Nachbarn die Mutter ein letztes Mal draußen. Dazu muss man sagen, ich habe einen Bericht gefunden bei den ganzen Gerichtsprozessen und also Dokumentation der Berichtsprozesse oder auch Zeitungsartikel, wo auch steht, dass die Mutter zum Zeitpunkt des Todes auch schon ein halbes Jahr lang nicht getrunken hat. Also das hat die Familie selber wohl ausgesagt. Ja, im Frühjahr 2015, also 2013, dürfte übrigens auch schon keiner mehr die Wohnung betreten. Wenn das Jugendamt kam, wurde es immer in der Wohnung der Oma empfangen. Da war alles schick, da war so eine heile Puppenwelt, alles sah gut aus und oben sollte keiner mehr die 15 Stufen hochgehen und sehen, was da oben vor sich ging. Aber 2015 war es halt so, dass die Wohnung dann komplett in der Verwahrlosigkeit versunken ist. Am 19. März 2015 um 22.05 Uhr ist es dann so, dass die Oma, die geht wohl nach oben und will nach der Mutter wohl schauen. Oder es hat sie halt der immense Gestank gestört. Das konnte ich jetzt nicht so ersichtlich erkennen. Also es stand jetzt nirgendwo, ob es jetzt der Grund war, dass sie gebeten wurde oder warum sie nach oben gegangen ist. Auf jeden Fall ist sie nach oben gegangen und die Tochter drückt es halt so aus, dass sie in ihr Zimmer gekommen ist und hat zu ihr dann halt auch gesagt, dass deine Mama ist tot. Und sie hat es so gesagt, ich habe sie angeguckt wie ein kaputtes Auto und konnte das halt quasi gar nicht verarbeiten oder nachvollziehen oder glauben, obwohl es, ich sag mal, es hätte ihr ja auch ja klar sein müssen. Also tut mir leid. Wie gesagt, dann hat sie halt die Polizei angerufen und gesagt, dass ihre Schwiegertochter sei gerade verschieden. Meldete sich halt damals beim Notruf bei der Polizei im Achim eine ältere Dame. Es ist die Oma, die im Erdgeschoss des Hauses in Morsum wohnt, plattes Land, Niedersachsen. Die Polizei und der Notarzt rücken aus. Ja, und jetzt schnallt euch an, jetzt wird's richtig extrem. Es wird wirklich extrem, ich übertreibe nicht. Und zwar rücken sofort der Notarzt aus und ja. Und das Szenario, was sich denen jetzt bietet, das werde ich jetzt so ein bisschen beschreiben. Ich werde aber vorab nochmal so, ich werde euch auch die ganzen Quellen hinschreiben, dass ihr das alles nochmal nachlesen wollt, wenn ihr möchtet. Aber das Szenario ist halt so, Notärztin kommt und sieht dann auch, dass das schon die Polizistin ist, die wartet vorm Haus und Tochter und Vater stehen da, Vater sehr stark angetrunken, 2,6 Promille, hat sich wohl auch eingenässt. Die Tochter übersetzt das Genuschel des Vaters. Die Ärztin macht sich quasi auf den Weg nach oben, in die Wohnung selber. Ich werde gleich auch nochmal vorlesen, quasi, was diese ausgesagt hat, aber werde es nochmal halt in meinen eigenen Worten schildern. Den bietet sich erstmal für die Nase natürlich ein Erlebnis, was man nicht haben möchte, wo man sich wirklich fragt, wie kann man da leben? Wie kann man in so einem Dreck, wie kann man in so einem Gestank leben?
So, ich werde jetzt erstmal nochmal die Aussage der Notärztin vorlesen. Und zwar hat diese gesagt, ich kam nach oben, spricht die Ärztin weiter. Ein Polizist hatte unterdessen mit der Grillzange die Decke angehoben. Also die Mutter lag auf der Couch. Szenario, Wohnung sehr vermüllt. Überall auch so Whiskyflaschen, Spinnenweben. Es war sehr, sehr dreckig. Ein riesiger Gestank. Das Fenster war offen trotzdem. Und die Mutter lag wohl da mit offenen Augen, offenem Mund auf der Couch. Also es war ersichtlich, dass sie tot ist. Der Polizist hatte unterdessen mit einer Grillzange die Decke angehoben, mit der die Leiche zugedeckt war. Darunter waren tausende Maden. Das muss man sich mal vorstellen. Tausende Maden haben sich durch die Mutter gefressen, sagt die Ärztin. Nicht hunderte, tausende, überall am Körper, in den offenen Wunden der Beine und Kot. Die Tote war nur noch Haut und Knochen. Sie war sicher nicht morgens noch durch die Wohnung gegangen. Ich denke, sie wird Wochen so dagelegen haben. Ein altes Brötchen mit Hackfleisch lag neben dem Kopf. Daneben lief der Fernseher noch, als habe jemand eben noch die Sportschau gesehen. Das ist, da war auch noch eine Bierzapfanlage, wie für den Hobbykeller. Und Flaschen, erzählt sie. Und neben der Leiche lagen dann diese beiden Puzzle. Die waren noch frisch, ganz ohne Staub. Da hat jemand vermutlich die Tochter neben der Leiche gepuzzelt. Und der Vater saß im Wohnzimmer vor dem Fernseher. Sie schüttelt sich. Melanie, da wird sie zum Beispiel Melanie genannt, nicht Svenja, hatte sich in ihrem Zimmer eine Art Höhle gebaut. Ich dachte, das sind Zombies. Die Ärztin macht eine Pause. Ich wollte danach nur noch weg von diesem schrecklichen Ort. Man muss dazu sagen, die Maden, die konnten sich natürlich durch die Mutter fressen. Sie konnte nicht mehr aufstehen. Sie war quasi auf der Couch gefangen, weil sie sich quasi die Hüfte gebrochen hatte in der Wohnung. Entweder in der Wohnung, auf dem Weg runter. Es ist nicht ersichtlich. Dadurch, dass die ausgesagt haben, entweder hat sie noch getrunken, ist deswegen gestürzt. Oder sie hat nicht getrunken, ist gestürzt. Auf jeden Fall hat man sie dann auf Boshaftigkeit, ob man ihr noch geholfen hat auf die Couch, ist unklar. Aber man hat ihr weder ins Bad geholfen. Die ganze Couch war voll mit Urin und Kot getränkt. Bis zum geht nicht mehr. Die Frau hatte einen offenen Bruch mittlerweile. Man muss sagen, die Frau war abgemagert auf 26 Kilo. 26 Kilo. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist unglaublich. Die Frau war 1,60 groß und 26 Kilo. Das ist wirklich wie ein KZ-Opfer. Zudem natürlich der offene Bruch und die Maden, die sich durch das Fleisch fraßen. Das war so wirklich, das war so wirklich am Vergammeln und am dahinsiechen. Man konnte ihr die Nägel so rausziehen. Die Frau, die war verklebt, die Haut, die klebte fest, die war ja wundgelegen. Auf dieser Couch, die ist da 2 Monate lang drauf verhungert und elendig gestorben. Frau Marquardt, die Staatsanwältin, hat es in einem der Berichte so ausgedrückt, dass sie wimmernd zugrunde gegangen ist. Die muss vor Schmerzen gewimmert haben. Wenn sie noch getrunken hat, natürlich erstmal der Entzug. Später waren es nur noch die Schmerzen. Und selbst wenn man ihr da was hingelegt hat, ob sie überhaupt noch in der Lage war, dann der Gestank und das Ganze. Und diese Aussage, dass sie noch rumgelaufen werden soll, war natürlich eine Schutzbehauptung. Die Oma hat gesagt, sie wäre durch die Wohnung gelaufen. Vater und Tochter haben auch gesagt, ja, sie ist ja noch rumgelaufen. Sie hatte noch gesagt, es geht ihr gut, es ist alles okay. Ach, liebe Leute, die Frau ist nirgends rumgelaufen. Das war natürlich eine Schutzbehauptung, also das ist eine Unglaublichkeit. Das muss man sich mal vorstellen. Und die Tochter hatte auch ganz emotionslos angegeben. Ich weiß ja nicht, vielleicht hat es auch der Hund gegessen. Oder die Katze, die isst alles, hat vielleicht das Brötchen gegessen. Ob sie es Toastbrot oder Brötchen gegessen hat, weiß sie nicht. Also der Vater, der hat wirklich, man muss sich das Szenario vorstellen, das hat er auch später wirklich gesagt. Er ist morgens erstmal aufgestanden, Fenster auf, hat sich erstmal übergeben, weil es so gestunken hat und hat dann wieder angefangen zu trinken. Hat sich neben die Mutter gesetzt vielleicht, dass sie ihm noch Antworten gegeben hat. Geht's dir gut, Mutter? Ja, geht gut. Glaube ich nicht. Ich glaube wirklich, das war, vielleicht wollte sie ihn auch verlassen. Wer weiß es denn? Vielleicht war sie wirklich trocken
Und es kam zur Ausschreitung der Gewalt, weil es hieß halt auch, dass Gewalt auch vorkam, dass er das nicht wollte, dass sie vielleicht gestürzt ist und man hat sie da hingelegt. Das ist einfach unglaublich. Also das ist unglaublich. Dazu komme ich jetzt auch zu der Aussage der Polizistin. Die hat vor Gericht nämlich auch noch ausgesagt. Und zwar hat diese die folgenden Dinge gesagt. Ihr merkt, ich bin ganz schön mitgenommen. Ich weiß nicht, euch wird das wahrscheinlich genauso entsetzen, hoffe ich. Weil wie gesagt, für mich ist das in keiner Art und Weise in Ordnung, was da passiert ist. In keiner Art und Weise. Die Polizistin braucht eine Weile. Also sie setzt sich erstmal in den Zeugenstand und braucht eine Weile. Das muss man sich mal vorstellen, sagt sie. Da oben liegt die Mutter völlig verwest und verhungert auf dem Sofa, auf die grausamste Art und Weise umgekommen. Und die Tochter will an die Nordsee. Die Tochter hat wohl gesagt, sie wird dann jetzt die Tasche packen. Sie fährt dann mit ihrem Freund an die Nordsee. Einem Ex-Freund hat sie geschrieben, so dass die Mutter jetzt endlich tot ist und dass sie schon ein bisschen stolz sei. Also so hat sie es wirklich ausgedrückt. Ehrlich gesagt, das habe ich auch noch nicht erlebt. Völlig emotionslos, als sei einfach nur ein Schrank kaputt gegangen. Also das muss man sich mal vorstellen. Für mich gibt es auch keine Entschuldigung. Es hätte ja zu jeder Zeit Notarzt gerufen werden können. Weil es gab ja auch Zwangseinweisungen oder so. Aber ich weiß nicht. Da hätte man ja wirklich einfach nur Notarzt. Die Frau Marquardt, das ist die Staatsanwältin, die hat gesagt, es hätte noch vielleicht am letzten Tag was gebracht, hätte man Notarzt geholt. Und es konnte auch, also ich sag mal, in der Pathologie wurde dann auch ermittelt, dass quasi sie eigentlich schon, ja, einige Tage davor gestorben sein muss. Dass das jetzt nicht so ist, ja, ich lese mal vor. Die Gerichtsmediziner werden später feststellen, dass Anke T. schon eine ganze Zeit tot gewesen sein muss. Viel genauer könne man das nicht sagen. Ein, zwei Tage vielleicht länger. Jedenfalls sei ausgeschlossen, dass sie am Morgen noch gesprochen habe oder durch die Wohnung gegangen sei. Sie hatte sich einige Wochen zuvor die Hüfte bei einem Sturz gebrochen. Wie sie auf das Sofa gekommen ist, ist strittig. Jedenfalls wurde sie dort wohl sich selbst überlassen, weil es mit Fäkalien durchtränkt war, sagten die Mediziner. Es sei auch davon auszugehen, dass sie dies seitdem nicht mehr oder nur selten verlassen habe. Kein Blut, kaum Flüssigkeit und kein Gramm Fett mehr an ihr und in den Organen. Ihre Leiche wog knapp 26 Kilo. Das muss man sich mal vorstellen, das ist unglaublich. Jetzt kommen wir zu der Aussage des Vaters. Der hat eine schriftliche Erklärung abgegeben. Der war auch ziemlich wortkarg vor Gericht. Das Problem war, der Richter konnte die auch nicht sehr gut befragen. Es gab ein Anwaltsteam von 3 Anwälten und die haben jegliches versagt andauernd. Auch die Befragung der Tochter immer wieder eingeschränkt, unterbrochen. Aber ich habe jetzt so ein bisschen ein Bild gezeichnet. Die Anklage wirft mir vor, schuld am Tod meiner Frau Anke T. zu sein. Wie schon mehrfach erwähnt, weise ich dies zurück. Weder habe ich den Tod billigend in Kauf genommen, noch, wie die Staatsanwaltschaft meint, durch Unterlassung herbeigeführt. Wie jeder hier bin ich auch zutiefst schockiert über die Verwahrlosung und den gesundheitlichen Zustand meiner Frau Anke. Es ist aber im Gegenteil so, dass ich die Gefahr nicht rechtzeitig erkannt habe und daher keine Hilfe gerufen habe. Ich habe nicht die Versorgung meiner Frau mit Wasser und Nahrung eingestellt. Ich habe schlichtweg, und das ist mir auch vorzuwerfen, den Zustand und die Bedürfnisse meiner Frau Anke, die Liebe meines Lebens war, schlicht falsch eingeschätzt. Melanie war zudem fast nie da und wenn, dann in ihrem Zimmer. Sowohl ich selbst als auch meine Tochter haben zu keiner Zeit Anzeichen dafür vorgefunden, dass es Anke schlecht ging. Allerdings haben wir zum Schluss auch nicht mehr regelmäßig nachgesehen. Also das ist natürlich, Das macht so ein bisschen sprachlos, aber der Richter selber sagte halt auch bei der Urteilsverkündung, dass sich das Verfahren bei ihm unvergesslich eingebrannt hat. Und da kommen wir jetzt gleich zu. Also er hat quasi, nachdem er sich das Ganze angehört hat und auch abgewogen hat,
Das ist schon wirklich schwere, schwere Kost. Aber ich finde es wichtig, dass wir darüber reden, dass bei sowas nicht weiter so eine Abstumpfung ist, sondern dass, ja, der Richter, dieser Herr Joachim Grebbe, der fällt dann im März 2016 das Urteil Totschlag durch Unterlassung. Er gibt dem Vater 7 Jahre, der Tochter Svenja 3 Jahre, sie ist 19 und ist zu dem Zeitpunkt schon 1,5 Jahre hinter Gittern. Und die Tochter Jessica, die hat mittlerweile die Wohnung renoviert und ist dort halt eingezogen. Der Anwalt selber, der hat, der Verteidigungsanwalt hat halt einem Magazin sich gegenüber geäußert, dass er Verständnis hat und sagt aber auch, dass das halt durch Abstumpfung gekommen ist und dass quasi das Gericht spricht im Urteil davon, dass eine emotionale Trennung zwischen den Ehepartnern bis zuletzt nicht stattgefunden habe. Das Gericht hat die lange Jugendstrafe für die Tochter damit begründet, dass durch einen längerfristigen Vollzug erzieherisch auf die Angeklagte einzuwirken sei. Wann muss der Staat also als strenger Erzieher auftreten? Ich würde sagen, in dem Fall schon, weil sie ja schon gefährdet ist, dass sie vielleicht dann nochmal in eine Straftat geraten könnte, weil ihre emotionale Entwicklung quasi ja gar nicht so fortgeschritten ist und sie ja wirklich sehr abgestumpft ist. Der Anwalt wollte in Revision gehen und hat das dann folgendermaßen auch begründet. Mit der Revision wird die Bewertung des Gerichts angegriffen, dass vorliegend ein vorsätzliches Tötungsdelikt anzunehmen ist, mithin die Angeklagten den Todeseintritt bewusst in Kauf genommen haben. Weiter hat sich nach Auffassung der Verteidigung das erkennende Gericht auch nicht ausreichend mit dem Patienten Selbstbestimmungsrecht der Mutter auseinandergesetzt. Diese hat ihre Familienangehörigen bis zum Tode untersagt, einen Arzt in das Haus zu holen, beziehungsweise sich in ein Krankenhaus einweisen zu lassen. Es stellt sich damit auch die Frage, in welcher Form Angehörige, die letztlich in Anerkennung dieser Entscheidung agieren, sich strafbar machen. Die Verwertung der Aussagen wird auch im Rahmen der Revision beanstandet. Es geht dabei unter anderem um die Frage, ob bei den polizeilichen Vernehmungen auf die Beziehung des Verteidigers verzichtet wurde und ob nicht vielmehr den Angeklagten die Möglichkeit genommen worden ist, einen Verteidiger zu konsultieren. Es wurde auch in einem Bericht gesagt, dass es der Polizei schwer fiel, dann die Tochter zu verhaften und ihr zu sagen, dass sie ja mitschuldig ist, weil ja, sie ja eigentlich auch ein Opfer ist, ne? Die Verwertung der Aussagen wird im Rahmen der Revision beanstanden. Es geht dabei unter anderem um die Frage, ob bei den polizeilichen Vernehmungen auf die Beziehung eines Verteidigers verzichtet wurde und ob vielmehr die Angeklagten die Möglichkeit genommen wurde, ist ein Verteidiger zu konsultieren. Dann ging es da auch noch um die Garantstellung. Das wusste ich auch nicht. Die Garantenstellung ist halt, das Unterlassen einer Handlung ist nur dann strafbar, wenn eine Verpflichtung besteht, dafür einzustehen, dass ein strafbarer Erfolg nicht eintritt. Eine solche Verpflichtung nennt der Gesetzgeber Garantenstellung. Ob tatsächlich aus dem bloßen Bestehen einer Ehe eine solche Garantenstellung uneingeschränkt herleitbar ist, zum Beispiel auch im Verhältnis von Eltern zu ihren Kindern und umgekehrt, ist ebenfalls Thema des Verfahrens gewesen. Also ob man halt verpflichtet ist, auf gut Deutsch dem Ehepartner zu helfen, oder ob es absolut okay ist zu sagen, die ist ja mündig, wobei man muss ja ganz ehrlich sagen, die Frau, die hatte ja gar nicht mehr die Möglichkeit, sich zu artikulieren. Und ganz ehrlich, es hätte doch einfach nur ein Krankenwagen geholt werden müssen. Das Resümee, was ich jetzt ziehe, ich finde es eine absolute schreckliche Sache. Diese unterlassene Hilfeleistung, dieses Sterbenlassen auf der Couch, es schockiert mich wirklich sehr. Was denkt ihr darüber? Findet ihr das auch so schrecklich? Nehmt euch das auch so ein bisschen mit? Und ich kann euch nur sagen, zu runterkommen, gebe ich euch den Tipp, macht es wie ich. Spielt ein bisschen mit euren Haustieren. Schaut euch was Schönes an. Geht spazieren. Seid dankbar für das Leben, was ihr habt. Und ja, falls ihr wissen genauer gehend, was da passiert ist, habe ich euch auch nochmal die Quellen eingeblendet. Oder macht's wie ich, schmust jetzt mit der Katze, ruft vielleicht nochmal jemand an, fragt, ob es ihm gut geht in der Verwandtschaft und schaut immer hin. Seid wachsam, fällt euch etwas auf, meldet es, macht euch nicht mit strafbar, schaut nicht zu. Ja, das
macht einen wirklich sprachlos. Ja, ich würde sagen, ich bedanke mich sehr, auch bei meinen 7 Abonnenten. Ich bin total aus dem Häuschen. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, dass ihr mich abonniert habt. Und schreibt es mir doch in die Kommentare, wie ihr den Fall empfindet, dass sowas in Deutschland passieren kann. Und ich denke wirklich auch, natürlich hat der Alkohol mit eine große Schuld, aber auch nicht ganz. Also man ist ja immer noch Mensch und ja, sollte auch menschlich handeln. Ich sag, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, macht's gut, bleibt mir treu, schaltet wieder ein und lasst euch überraschen, was kommt. Es kommen ganz spannende neue Sachen auf euch zu, auch wieder aus den Kategorien Film, Serie versus wahre Tat. Macht's gut, eure Crime Cats, ne? Passt auf euch auf. Tschüss, macht's gut. Gebt mir ein Abo, gebt mir bitte, bitte ein Abo, ein Like und schaltet wieder ein. Tschüss, tschüss.